Moin moin Leute, ich darf euch wieder herzlich willkommen heißen zu einem weiteren Video. Heute geht es um die McDonald's Booster Packs. Wir waren letztens mit der Family da und haben einfach jeder mal eine Junior-Tüte genommen. Und heute wollen wir einfach mal reingucken und mal schauen, was uns da so erwartet. Wir haben vier Stück an der Zahl. Vom Äußeren haben wir jetzt drei gleiche, ein andere. Ich glaube, das hat aber keinerlei Einwirkung irgendwie auf den Inhalt. Wir werden mal schauen. Ganz genau. Und bevor wir jetzt lange drum reden, würde ich sagen, fangen wir direkt mal an. Wir öffnen einfach mal das erste Pack. So. Drin ist eine kleine Anleitung. Und das Ganze kann man so ein bisschen, habe ich schon rausgehört, quartettartig spielen. Da kommt schon raus. 2 Stunden später. Und hier ist nochmal so ein Brummkreisel drin. Je nachdem, worauf der dann steht, kann man quasi dann wie beim Quartett seine Attacken, sage ich jetzt mal, einsetzen, um die gegnerische Karte zu erobern. Zum Beispiel hier wäre es Gewicht, hier wäre es Lebenspunkte und so weiter und so fort. Genau. Der Inhalt ist erstmal in jedem Set gleich. Das hier unterscheidet sich von der Farbe ein bisschen. Das legen wir erstmal an den Rand. Interessant ist für uns jetzt erstmal der Booster. Da ist immer eine Holo-Karte drin. Besonders schön wäre es natürlich, wenn wir jetzt auch mal Pikachu ziehen würden. Aber wir lassen uns einfach mal überraschen. Gucken direkt mal in den ersten Booster rein. Es ist ein anderes Papier. Es ist nicht Plastik, es ist eine Papierverpackung. Öffnet sich auch dementsprechend ein bisschen anders. Und unsere erste Holo-Karte ist Farbigel. Sehr schön, sehr schön. Ich halte das hier mal so ein bisschen in die Kamera. Schöner Holo-Effekt. An der Qualität ist nichts auszusetzen. Centering ist gut. Dann haben wir noch ein Sapladin drin, ein Lapras, finde ich auch sehr schick. Und ein Pandagro. Auffallend hier bei den McDonald's-Karten, wir haben keine Seltenheitszeichen hier unten drin. Also es ist kein Stern, kein Punkt, kein Karo dabei, nichts. Einfach nur die Karten an sich. So, gleich weiter mit dem zweiten Booster Pack. Wie gesagt, hier der Inhalt ist wieder derselbe. Unser Booster Pack, unser Spielen. Und hier verkantet sich es immer ein bisschen. Unsere Drehscheibe zur Seite gelegt. Das nächste, und da ist es doch schon direkt. Wunderbar. Das Pikachu, sehr nice. Genauso habe ich mir das vorgestellt, genauso habe ich mir das gewünscht. Pikachu, dann haben wir wieder einen Sabladin, ein Vati und ein Costoso. Das finde ich natürlich wunderschön. Also im Prinzip hat es sich für mich jetzt schon gelohnt. Ich brauche fast schon gar keinen weiteren Booster mehr öffnen. Ich habe schon das, was ich haben wollte. Bevor mir die Karten jetzt noch in die Fritten gehen, werde ich sie gleich erstmal wegpacken. In die Sleeves von der Top Trainer Astralglanz Box, wo wir wunderbare Puls hatten. So, zur Seite. Gleich weiter mit dem nächsten. Keine Zeit verlieren. Das Video soll diesmal auch nicht allzu lange dauern. Wieder unser Booster Pack. Hier kommt sogar mal freiwillig mit raus. Also so wie es aussieht, hat dieser Spinner wirklich hier die Farbe des Spinners und die Außenhülle, die haben Einfluss so da drauf. Also rosa Außenhülle, rosa Spinner. Was in den Boostern drin ist, ist komplett unerheblich davon. So. Na, das sieht doch ganz gut aus, ein Fukano.
Ich hätte tatsächlich damit gerechnet, dass wir irgendein Holo noch doppelt haben, aber ein Booster-Pack bleibt noch. Ein Fukano auch hier wieder. Sehr gute Qualität. Hier haben wir so ein bisschen kleine Glitzerstreifen. Aber ansonsten ein Sabladain, ein Vati, ein Pandagro. Ja gut, die Karten hatten wir jetzt schon. Die werden sich jetzt wahrscheinlich auch wiederholen. Aber ansonsten kann man da wirklich nicht meckern. Das ist wirklich mal Spielzeug aus Papier, womit man was anfangen kann bei McDonald's. Die anderen haben den Kindern keinen Spaß gemacht, haben uns keinen Spaß gemacht. Aber die Karten hier sind wirklich mal was. So. Dann geht's schon zum letzten Booster Pack. Dann am Ende noch mal einmal kurz die Ausbeute. Auch hier, wieder rosa Verpackung, rosa Spinner. Eine Anleitung, ein Chip. Unser Booster Pack. Na, wer hätte es gedacht? Ich hätte sogar damit gerechnet, dass Pikachu eine der seltensten Karten ist, aber wir haben sie jetzt schon doppelt. Sehr schön. Auch hier kann ich eigentlich keine Fehlerunebenheiten oder sonst was feststellen. Es ist wunderbar zentriert gedruckt, was man selbst aus den Astralglanzboxen nicht wirklich mehr erwarten kann. Dann haben wir noch ein Ladybug dabei, ein Vati und ein Costurso. Sehr schön. Also mir hat Spaß gemacht. Wir werden wahrscheinlich in der Zeit, in der die Aktion läuft, noch das eine oder andere Mal zum McDonald's fahren. Einfach, weil es auch den Kindern Spaß macht und weil es mal ein vernünftiges Spielzeug ist. Und ich will das Ganze hier auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Ja, kommt schon. So. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle einen sauberen Cut. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr konntet einen kleinen Eindruck erwecken, was euch so erwarten kann in den Boxen. Wir haben hier zum Schluss jetzt sogar zwei Pikachus erhalten. Zwei Pikachus, ein Fukano und ein Farbigel. Preise werden unten wieder eingeblendet, wie immer. Wobei ich denke, dass der Marktwert aktuell nicht sonderlich hoch sein wird, da das ja auch in einer großen Stückzahl gedruckt wird. Aber ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zusehen und ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.